Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 31 von Astronier. Ja, wir waren hier letztens bis zu diesem Ende sozusagen, haben dann da uns umgeguckt, haben gesehen, da hinten geht es irgendwie wieder zu unserer Versorgungspipeline, die da um die Ecke ist oder sowas. Hier haben wir Laterit, da drüben sieht das nach Zinkblende aus. Aber wir, würde ich mal sagen, werden uns jetzt da weiter runterbuddeln, ne, und gucken, was da unten noch los ist. Dann würde ich sagen, nach dem Intro, ab ins Loch. Bis gleich. So, dann legen wir mal los. Gucken, was wir hier so machen können. Einmal das Werkzeug rausgeholt. Zum Plätten will ich das mal gerade haben. So sieht das doch schon mal besser aus, oder? Kriege ich jetzt hier diese Zinne da auch weg? Ja. So, das würde erstmal so klappen. Und hier würde ich jetzt mal so runterfahren wollen. Wenn wir denn fahren müssen. Haben wir hier keinen Sauerstoff? Sind wir vom Auto so weit weggefahren? Ohne Pipeline, ohne Luft? Sieht so aus. Ah. Ja, das bedeutet, wir müssen erstmal hier schauen, dass wir die Verbindung dann hierher kriegen, oder? Wie weit ist denn das zurück ohne Sauerstoff? Oh oh. Doch, da ist es schon, oder? Ja. Okay, geht. Da ist zum Glück schon unser Auto. Okay, der ist an der falschen Stelle gelandet. Den machen wir mal dahin. Dann ist er angeschlossen. Dann können wir nach hier unten gehen und gucken, dass wir den da holen, der dann da angeschlossen ist. Sehr gut. Okay. Dann können wir hier noch einen anlegen und hier das Werkzeug raus und einfach mal ein bisschen tiefer, oder? Aber irgendwie kommen wir da nicht so zurande, wie ich mir das gerade vorstelle, ne? Müssen wir einfach so weitergraben hier. Okay, ich glaube, da geht es ein bisschen tiefer. Okay. Lass uns gerade wieder ein Stück hochgehen. Hier können wir einen neuen Stöpsel setzen, wenn wir einen hätten. Okay, das bedeutet, wir brauchen jetzt doch wieder Gemisch. Haben wir das auf dem Wagen noch? Nee, ne? Nö. Hat ja gut geklappt mit dem Gemisch. Aber das ist hier keins, oder? Nee, das ist Zinkblende. Da hinten könnte es sein. Nee, ist auch nicht. Ist leider nichts hier. Ich weiß nicht, was das da oben ist.
Jetzt müssen wir zurück. Oh, jetzt sind wir noch in so ein doofes Loch gefallen hier. Und jetzt kriege ich das hier nicht weggearbeitet, ne? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Alles ganz ruhig bleiben. Und da kriegen wir ja schon wieder Sauerstoff, ne? So. Da hinten ist das Zeug. Kurz geguckt, ob dahinter noch was ist. Dahin ist noch eine Linie und da rechts sieht es vielleicht sogar nach dem Entscheidenden aus, was ich haben will. Ne, ist auch Zinkblende, ne? Ja. Jetzt laufen wir ziemlich weit hier durch die Gegend, ne? Da ist Harz. Aber war da nicht in der Nähe vom Harz auch das Gemisch? Was ist denn das da hinten? Keine Ahnung, was da angezeigt wird. Aber hier geht's nicht weiter. Da ist was eingepackt. Und wir müssen gerade Sauerstoff holen. Und dann Laterit, ne? Da hinten ist es. Ah, ich habe sowieso noch eins im Gepäck. Jetzt muss ich nur gucken, wo das wieder war zum Aufmachen, das Teil, ne? Erstmal hier nochmal Sauerstoff. Ich glaube, ich musste aber hier sowieso rüber, oder? Und dann war das hier irgendwo. Da. Okay, da haben wir es. Gucken wir mal dahin, was es Schönes da gibt. Und da war ja sowieso immer eine Forschungsprobe dran, oder? Ja. Okay. Erledigt. Zurück. Wieder Luft holen gerade. Und dann schauen, wo wir Gemisch finden könnten. Aber so wie es aussieht, können wir gleich hoch und oben irgendwo was gucken, weil hier gerade nichts zu finden ist. Hier noch was. Steht hier irgendwo unser Auto? Nee, ne? Ich glaube, wir gehen besser zurück, weil das hier schon zu weit weg ist vom Schuss. Sonst finden wir gleich unsere Versorgungslinie nicht, weil wir irgendwo wieder falsch abgebogen sind, wenn das mal nicht gerade schon passiert. Ah, zum Glück, da ist es. Ja, ich bin ja gleich da. Alles gut. Okay, hat keinen Sinn, wir gehen jetzt hier zurück. Nee, warte mal, da ist die Rampe hoch, das heißt, wir gehen da zurück zum Auto.
Obwohl, da vorne ist auch hart. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon. Was ist da drunter? Hier ist doch irgendwas anderes, oder? Ah, das ist Laterit, oder? Nee, ist Gemisch. Ja, komm, wir müssen zur Versorgungslinie gerade zurück. Und dann müssen wir gucken, dass wir eine Rampe kriegen. Wieder zurück. Warte mal, gehen wir hier nochmal hin. Und dann hier hochbauen. Und zurück wegen Sauerstoff. Zurück wegen Sauerstoff. Ja, wir haben es ja gleich. So, und jetzt Rucksack auf und Pinne gemacht. So, jetzt haben wir wieder Pinne. Jetzt können wir dahin gehen, wo es war. Okay, gleich schon falsch gesetzt. Und da unten war auch schon was. So, und hier können wir abbauen. Ja, mehr brauche ich jetzt aber nicht, ne? Weil der nächste fällt ja schon runter, oder? Ja, der nächste fällt schon runter, also macht das keinen Sinn. Gehen wir zurück. Geht's da rein? Da geht's rein, im Berg. Aber nicht weit. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder dahin, wo wir hergekommen sind und hoffen, dass wir da was finden. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig rum. Weil das ist mit hin und her ja nicht so leicht, ne? Ja, ich glaube, es passt, aber dann müsste das Auto gleich stehen. Oder? Da ist das Auto. Passt. So, und jetzt gehen wir hier runter und gucken zu, dass wir da unten weiterkommen.
Nein. Okay, die Rampe ist ein bisschen steil geworden, ne? Aber kommen wir jetzt wohl nicht drum rum, ne? Ist das der Erdkern? Wohl nicht. Na super. Okay, jetzt haben wir wieder den Sauerstoff. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da unten nochmal hinkommen. Hier geht es aber irgendwo hin. Okay, wir sind schon wieder eine Etage tiefer jetzt hier wohl. Wo immer noch Pilze wachsen, so rote. Ist das, was ich noch nicht hatte, das da? Oder ist es Quarz? Wir haben wieder kein Zeug mehr. Das heißt, wir müssen wieder welche bauen, Verbindungen. So, haben wir wieder Sauerstoff. So, passt's. Aber es sieht nach Quarz aus, oder? Ja. Hatten wir schon, glaube ich, oder? Quarz. Was ist das da? Ja, nichts, was wir jetzt brauchen hier. Mal da weiter runter, ja. Da ist vielleicht was, was wir auch nicht haben, oder? Ne, ist auch das Quarz. Ist auch Quarz. Ja, die Schrägen, die es hier so gibt, die sind jetzt nicht so toll, ne? Vielleicht diese hier. Hier irgendwo noch was entdecken. Nicht wirklich. Das bedeutet, da einfach erstmal weiterwühlen, oder? Einfach tiefer. Okay, da fällt wieder was runter. Das bedeutet, hier muss wieder... wo ist er? Kriege ich den jetzt nicht gepackt da? Doch.
Jetzt muss ich hier wieder eine Schräge anbasteln. Jetzt können wir hier weiter. Was ist das da? Kenne ich nicht. Sieht komisch aus. Beißt das? Tut das weh? Ammonium, natürliche Ressource, okay. Das heißt, wir sind unten angekommen und können das jetzt hier abbauen. Habe ich das schon gehabt? Ich glaube nicht, oder? Aber ich krieg's irgendwie nicht abgebaut, oder? Okay, jetzt hat es mich erwischt. Vielleicht muss man das anders abbauen und ich weiß das nur noch nicht. Dann glitzert es auf jeden Fall noch mehr. Jetzt habe ich auch keine Dinger mehr, so ein Shit. Das sind Pilze, große Pilze sind das. Doch, das habe ich abgebaut, aber ich habe Ammonium schon, oder? Ich glaube, ich habe schon Ammonium. Ja, ich glaube, ich habe Ammonium schon. Ja, ich glaube, das Zeug habe ich schon. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich habe es irgendwo schon. Ist das da hinten Dingens? Sag schon. Kohlenstoff, Kohlenstoff, okay. Ich muss jetzt erstmal hier eine Brücke schlagen, damit ich da hin kann. Was ist das? Mysteriöser Pilz, okay. Aber ich gehe erst zurück, weil ich nochmal Luft brauche. Und dann muss ich da vorne gucken, ob das da vorne Dingens ist. Sag schon. Gemisch. Das ist Zinkblende, oder? Ja, shit. Kurz schnell hergeguckt. Ist das alles Zinkblende? Ja. Okay, erstmal zum Sauerstoff zurück. Das müssen wir gucken. Ja, ich bin dabei. Ja, brauchst gar nicht so schwer atmen, ey.
komme schon sehr an Luft. Gucken wir hier nochmal durch. Da hinten ist ein Bauteil. Zinkblende, alles Zinkblende. Durchwurzgefahr. Laterit. Sonshit. Das, was ich brauche, finde ich gerade nicht. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt hier wieder zurückgehen, zu unserem Auto finden, hoffentlich. Dann werden wir irgendwann hier gucken, dass wir hier runterkommen und dann hier weiter forschen. Machen wir alles in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oder ist auch ein weiter Weg zurück, ne? Naja, bis dann.